Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur 30-Tage-Yoga-Challenge. Wir sind bei Tag 22 und heute wollen wir uns einmal um den Bauch kümmern. Wenn du neu bist, kein Problem, du kannst das Video natürlich auch alleinstehend praktizieren. Wenn du neugierig auf die 30-Tage-Yoga-Challenge bist, dann schau doch unten in der Beschreibung, dort findest du mehr Informationen. Du brauchst heute keinerlei Materialien und wir starten im Vierfüßler. Los geht's! Komme einmal in die Mitte deiner Matte. Die Knie stellst du unter deine Hüfte auf. Deine Fußrücken liegen ganz entspannt auf, Handgelenke sind unter der Schulter platziert, die Hände schön weit aufgefächert. Und wir wollen beginnen mit Katze, Kuh und zwar erstmal ganz sanft mit der Einatmung komme in ein leichtes Hohlkreuz und mit der Ausatmung in eine ganz sanfte Katze. Mach einen kleinen Katzenbuckel. Einatmen in die Streckung. Ausatmen, runden. Mit jedem Mal verstärkst du hier die Dehnung ein bisschen mehr. Fließe hier mit deinem eigenen Atemrhythmus hindurch. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Hier die Bewegung ganz für dich zu genießen in Verbindung mit deiner Atmung. Unsere heutige Affirmation lautet: Ich habe die Stärke, schwierige Zeiten zu durchstehen. Ich habe die Stärke, auch schwierige Zeiten zu durchstehen. Fließe weiter durch Katze, Kuh, während dir die Affirmation durch deinen Kopf geht. Ich habe die Stärke, schwierige Zeiten zu durchstehen. Noch einmal so. Und zentriere dich wieder in der neutralen Position. Als nächstes kreise mit deinem Becken, kreise hier ganz intuitiv in eine Richtung, werde weich in deiner Wirbelsäule und dann wechsel die Richtung. Werde auch hier weich in deiner Wirbelsäule. Lass die Bewegung ganz intuitiv geschehen. Und als nächstes lassen wir die Hüfte hinten auf die Fersen ab. Die Arme ziehen weit nach vorne, die Stirn geht Richtung Matte. Schenk dir hier zwei tiefe Atemzüge. Fühle, wie du deine Rippenbögen hier auseinanderziehst und wachse auch nach vorne in die Länge mit der Einatmung. Mit der nächsten Einatmung roll einmal deinen Oberkörper wieder nach oben auf in den Vierfüßler und dann lassen wir hier die Hüfte einmal nach unten ab. Die Schultern ziehen weg von den Ohren. Der Blick hebt sich leicht. Wieder zurück in Balasana. Sei hier in der Dehnung ganz vorsichtig mit deinem unteren Rücken. Sei hier ganz achtsam mit der Einatmung. Komm wieder nach vorne. Hebe deine Unterschenkel von der Matte. Und während wir die Hüfte hier zu Boden sinken lassen, strebt dein Hinterkopf zu deinen Fußzehen. Wieder zurück in Balasana mit der Ausatmung. Ein nach vorne in die Königskobra, hier die Hüfte tief sinken lassen, Schultern weg von den Ohren, aus Balasana. Noch zweimal so, ein nach vorne und nach hinten aus. Letztes Mal nach vorne ein und nach hinten aus. Wunderbar. Als nächstes komm zurück in den Vierfüßler, richte deine Knie wieder unter der Hüfte auf, aus. Und dann stellen wir die Füße hinten auf, heben einmal die Knie ungefähr 10 cm von der Matte an und dann schieb deine Hüfte nach hinten, drück dich richtig weg von den Händen und noch nach oben. Wir sind im herabschauenden Hund. Trete hier einmal auf der Stelle. Bring abwechselnd rechte und linke Ferse zur Matte.
Deine Hände sind schön weit aufgefächert und auch der Druck ist gleichmäßig verteilt. Es ist ganz wichtig, hier den Druck gleichmäßig auf der Hand zu halten, um unsere Handgelenke etwas zu schonen. Der Fokus im herabschauenden Hund ist die Streckung in deiner Wirbelsäule. Hier eine Linie mit deinen Armen. Die Beine dürfen gebeugt sein. Lass die Knie auf der Matte ab. Komm auf deine Fersen. Und wir schütteln hier die Hände einmal kurz aus. Kreise mit deinen Handgelenken. Wir wollen als nächstes noch einmal in den herabschauenden Hund hineingehen und Uddiyana Bandha aktivieren, das heißt ein Verschluss in unserer Körpermitte. Und zwar ziehen wir dazu unseren Bauchnabel nach innen und oben Richtung Rippenbögen. Das geht besonders gut im herabschauenden Hund und das wollen wir jetzt auch praktizieren. Kommen wieder in den Vierfüßler. Füße aufstellen, Hände weit aufgefächert. Mittelfinger zeigen nach vorne und schieb dich in den herabschauenden Hund. Diesmal ganz statisch. Langer Rücken hier. Die Beine dürfen, wie gesagt, ein bisschen gebeugt sein. Und dann zieh deinen Bauchnabel nach innen ein und etwas nach oben Richtung Rippenbögen. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann lass die Knie wieder zurück auf die Matte. Von hier aus steig mit dem linken Fuß einmal nach hinten. Nimm den rechten dazu und wir sind in der Planke. Oberkörper und Beine sind eine Linie. Sei hier ganz stark und fest in deiner Körpermitte. Auch deine Oberschenkel sind ein bisschen angespannt, vor allem die Oberschenkelvorderseite. Und nun lassen wir uns nach unten ab. Erstmal die Knie, die Brust zwischen den Händen, die Ellbogen dabei ganz eng und das Kinn zuletzt. Lass dich nun ganz auf der Matte ab und komme auf deine Unterarme. Die Ellbogen sind unter der Schulter aufgestellt, deine Unterarme parallel zueinander, die Handflächen schön auf der Matte aufgelegt. Wir gehen in die Sphinx und zwar ziehst du hier die Schultern wieder weg von den Ohren. Dein Brustbein strebt nach vorne, die Fußrücken pressen leicht in die Matte. Um den unteren Rücken hier ein bisschen zu schonen, rolle nun dein Schambein etwas Richtung Bauchnabel ein. Du merkst hier, dass sich der Unterbauch von der Matte hebt. Und nun übe etwas Zug aus von den Händen in die Matte. Du ziehst dein Brustbein nach vorne, kommst hier in eine Dehnung. Achte weiterhin auf deinen unteren Rücken. Und dann atme hier noch einmal tief ein und mit der Ausatmung rollen wir den Kopf ein. Heben unseren Bauch nach oben und schauen einmal zum Bauchnabel. Einatmen, zurück in die Ausgangssphinx. Weiterhin den unteren Rücken schützen. Noch einmal tief einatmen hier und mit der Ausatmung roll dich wieder ein. Oberkörper hebt sich leicht, Blick geht zum Bauchnabel. Einatmen, öffnen. Aus, noch einmal einrollen und wir bleiben hier für zwei Atemzüge. Einatmen, zurück in die Sphinx. Eine letzte Runde haben wir noch und du kannst entscheiden, ob du nun in diese Variante gehst oder ob du hier die Oberschenkel noch von der Matte lösen möchtest. Das intensiviert ein bisschen die Beanspruchung unserer Bauchmuskeln. Also, mit der Einatmung, Ausgang in der Sphinx, aus, roll dich ein. Entweder hier gehobene Beine und du spürst es an meiner Stimme, du zitterst, das ist ganz normal, die Bauchmuskeln arbeiten hier. Letzter Atemzug und ablegen. Bau dir ein Kissen mit deinen Händen
Leg die Stirn darauf ab. Nimm dir hier 2 tiefe Atemzüge. Und nun roll dich auf deine Rückseite, komm in Rückenlage. Und von hier aus gehen wir in die Happy Baby Pose. Zieh deine Knie zu dir heran, greife zwischen den Knien hindurch. Greife deine Fußkanten von außen und dann strecke deine Fußsohlen Richtung Decke aus. Versuche in der Happy Baby Pose so viel unteren Rücken wie du kannst aufzupressen. Und sollten die Füße hier zu weit weg sein oder hier deine Beine zu weit oben sein, dann kannst du auch deine Knöchel greifen und hier in die Haltung kommen. Noch 2 Atemzüge hier in der Happy Baby Pose, auch genannt Ananda Balasana. Dann löse deinen Griff auf, streck dich aus, komme ganz langsam in Shavasana, in die Totenstellung. Die Beine sind leicht geöffnet, Füße fallen zur Seite, die Arme neben dem Körper abgelegt, Handinnenflächen nach oben gedreht. Nimm dir hier noch 2 tiefe Atemzüge. Und dann atme ganz natürlich weiter und genieße die absolute Regungslosigkeit von Shavasana. Erinnere dich an unsere Affirmation: Ich habe die Stärke, schwierige Zeiten durchzustehen. Unsere Yoga-Einheit ist nun beendet. Du kannst gerne noch einen Moment in Shavasana liegen bleiben. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Namaste. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch da lassen würdest, was auch ziemlich gut für den Algorithmus ist. Wenn du meine Produktion auf YouTube noch etwas mehr unterstützen möchtest, dann schau doch einmal auf meiner Niyama Academy vorbei. Und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Wenn du noch nicht genug hast, dann habe ich hier drüben jetzt noch 2 Videos für dich. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere doch unten meinen Kanal. Da würdest du mich auch sehr unterstützen. Alle wichtigen Infos und Links findest du natürlich unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.